Käseblubber sagt zum Käseblubber, hallo, ich bin ein Käseblubber. Und dazu herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play The Might Quest for Epic Loot. Wir werden jetzt dieses Schloss machen. Ich weiß, dass dieses Schloss ist geschützt. Das heißt, wir bekommen keine extra Gold Experience. Leave diese Bags Experience. Also, nein, wir wollen keine Werbung machen. Ach, egal. Oh, los, den Trickse platt. Ach. Na, oh, da habe ich keinen Bock drauf. Oh, fail. Ich habe gesagt, ich habe keinen Bock drauf und spiele weiter. Aber wieso kann man nicht Tränke automatisch kaufen, einstellen? Das wäre cool. Absorbiert! Ach, wie geil ist das denn? Der absorbiert das sogar. Naja, egal, ich verdufte jetzt lieber. Verduften. Da es ein geschütztes Schloss war, habe ich nichts verloren an diesen oben, diesen Punkten da. Oh, ein Stufe 10 Schloss. Ach, das war Stufe 10. Uiuiui. Das gehört hier gar nicht hin. Level 8 Schloss. Das war doch gerade das, was ich die ganze Zeit... Ach, jetzt finde ich kein Level 8 Schloss mehr. Haha. Dann machen wir mal das hier. 115 Monsterstärke. 1000 Erfahrung. Ja, könnte sich lohnen. Junge, das lohnt sich hundertprozentig. Ich bin so behindert. Wieso kann ein Mensch nur so behindert sein und das immer und immer wieder vergessen? Egal, wenn die sowas wie Trinke automatisch kaufen reinbringen würden. Damit sie solchen unfähigen Menschen wie mir helfen könnten, Heiltränke zu kaufen. Okay, jetzt hätte ich schon gerne eine Fähigkeit, die mich heilt. Ah, raus da. Der haut einmal zu, dann bin ich platt. Nein, noch nicht. Junge.
Jetzt drehe ich auf. Ach. Menno. Aber ich habe euch tapfer geschlagen. Also, ich habe, glaube ich, einmal wollte ich zu viel und dann habe ich verkackt. Drei Heiltränke. Jetzt übertreiben sie es. Ich dachte, das wäre schon die eine Aufnahme. Oh ne, ist immer noch die eine. Ist immer noch jetzt die jetzige. Ach, bla bla brei brei. Kann ich das eben noch schaffen, zum Todesbolzen zu bekommen? Ich will am liebsten einmal jeden Skill noch zeigen. Meinst du, das schaffe ich? Können wir das schaffen? Nein. Vielleicht. Wir haben jetzt noch eine... so ungefähr eineinhalb Stunden... Also ich habe jetzt eineinhalb Stunden Zeit, damit ich das schaffen kann. Ja, ich würde mal sagen, das ist machbar. Tränke, 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 Tränke. Wenn zu viele da sind, ist es auf jeden Fall besser als zu wenig. Geld. Gold. Ist es immer noch Gold? Ja. Na komm, dann mache ich hier. Ah, geil. Die ging so Feuer down. Och nö. Ein Heiltrank umsonst weggeworfen. Sind alle platt. Ein Meister Feuerich erwartet mich. Der ist gar nicht so stark. Der ist gar nicht so stark. Okay, ich haue jetzt lieber einmal nochmal ab. Ah, da, 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 da. Einfach so. Zack, 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 zack. Hätte drei Sterne gehabt, wenn er nicht so... Ich hätte drei Sterne gehabt. Ha. Siehst du, dein Schluss ist schlecht. Wären drei Sterne gewesen. Ja, jetzt brauche ich noch... Jetzt müsste ich nur den noch einmal so klatschen, dann würde ich schon das nächste Level erreichen. You enter the next level, level, level. Ich erinnere mich gerade an eine richtig coole Serie. Bloß die
Da will mir jetzt nichts. Boah, die Serie war geil, aber was war das nochmal für eine Serie? War das vielleicht doch Hot Wheels, was ich damit gemeint habe? Highway 35 und so. Oh, lalalala. Junge, Junge, Junge. Egal, einfach. Die großen Feinde sind gar nicht die Bogenschützen, sondern die kleinen Gauner, die heranstürmen können, die viel Damage machen im Nahkampf. Und zack. Zack. Yes! Yes, 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 yes. Ich habe immer nachgeguckt, wie lange die Folge ging. 13 Minuten. Oh, geil, jetzt kann ich Englisches Inferno ausprobieren. Also ich erwarte mir ja viel davon. Es soll den Blitz ablösen. Ja. Geil. Aber eins ist mir aufgefallen, man kriegt keine vernünftigen Waffen. Ich meine, das ist coole Waffe, also cooler Effekt, aber der nützt mir rein gar nichts. Level 10 und Level 13. Wieso habe ich schon so hohe Items? Ist das überhaupt besser? Das ist besser. Oh mein Gott, wie viel besser das ist. 18 Schaden pro Sekunde. Junge, was habe ich für Items? Was habe ich denn schon für Items erfarmt? Alter. Ach, schade. Ah, ein bisschen Hausernten wieder. Hausernten. Maximale Stufe erreicht. Maximale Stufe erreicht. Das kann man noch upgraden. Hier geht's auch noch was abzugraden. Bin ja gespannt, wie das Spiel noch weiterläuft. Oh, hinterm Ohr kratzen. Wie ein Hund. Oh, lalalala. Jetzt wäre mir fast mein Headset runtergefallen. Das wäre teuer gewesen. Ja, das Mikro ist jetzt wieder an.
Ich meine das vom Headset, weil damit bin ich oft im TS da und wenn man dann irgendwie... Ich spiele jetzt weiter. Ich will den Skill antesten. Ich gehe jetzt auf neues Gebiet. Mit dem Magi den Duo besiegen. Wie das wohl wird? Stufe 12, 17 Schaden. Was? Nee. Was? 17 Schaden mehr. 17 Schaden pro Sekunde. Ein Mana Generation. Schaden pro Sekunde. Geil. Das ist auch besser, würde ich auch nehmen. Auch besser nehmen. Nicht besser nicht nehmen. Auch besser auch nehmen. Weiß nicht, habe ich nicht noch irgendetwas? Ach, ich hab das ganze Level 13. Alter. Besten Farm, deswegen habe ich das alles noch für Level 13. So, jetzt bin ich mal echt gespannt auf den Skill. Mache ich sofort erstmal einmal Vortex oder sofort diesen Skill? Ah. Alter, geil! Das ersetzt den Skill vollkommen. Das ersetzt den Blitz. Das erinnert mich voll an Diablo 3. Mit A und D kann man die Maus bewegen. Einfach alles abfackeln. Ach, Moment. Ach, das machen aber alle. Nein, ihr kommt mir nicht zu nah. Alter, wieder abgeht. Ich würde mal sagen, ich brauche hinterher doch nicht mehr diesen einen Ausweichskill. Der macht so viel abnormal Schaden. Oioioi, ein besseres Item. Ja, aber du bist doch eine richtig geile Waffe. Am liebsten noch eine richtig schöne geile Waffe. Dann wäre alles perfekt. Stufe 12 will ich auf jeden Fall noch erreichen. Ich würde mal sagen, das war's für diese Folge. Und deswegen sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.